Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsara Toto, beim Clan Nachterben. Ja, ihr könnt euch jetzt, ich starte heute mal mit meinem extrem schlechten Dip. Könnt ihr euch angucken, was ich hier im Moment verzapfe. Ich hatte das ja in den letzten Videos schon so ein bisschen angedroht, beziehungsweise einfach schon mal angesprochen. Im Moment bin ich im Formtief. Im Formtief, was mein Rathaus 11 und mein Rathaus 10 angeht. Ich meine, der 10er geht. Da habt ihr gestern ja live einen Angriff gesehen mit dem 3-Sterne. Ich habe auch den zweiten auf den Rathaus 10er mit Infernos auch mit 3-Sternen gemacht, mit Hockridern. Aber hier mit dem Rathaus 11, oh, da mache ich irgendwas mehr recht als schlecht, würde ich mal so sagen. Und auch der Dip hier auf die Nummer 4 hier ist grenzwertig, echt grenzwertig. Queen vergessen da hinten, jawohl. Und mit Schweine jetzt im Backhand mal gucken, wie die überhaupt durchging. Ich habe mir diesen Angriff noch nicht mal ein zweites Mal angeguckt, weil er einfach so scheiße war. Muss ich einfach mal so sagen. Und naja, hier bei den Nachterben, so also ein bisschen anders habe ich es mir auch vorgestellt. Vielleicht, wenn ich dann die Kriege doch mitspiele, sollte ich vielleicht doch schauen, was hier so an Rathäuser in den Clans ist. Denn ich glaube, ich habe das heute Abend mal angesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier ja nur 3 Elfer und 2 Elfer habe ich hier gefühlte 60 Stunden nicht gesehen. Also mit Üben ist hier denn auch nichts. Da warte ich wahrscheinlich den ganzen Tag mal auf eine Elfer Base, auf die ich üben kann. Und von daher bin ich vielleicht nicht richtig positioniert hier. Also muss man es ja sagen, denn die beiden anderen Elfer sind nicht so stark wie ich. Also weder die Base ist so stark, noch die Helden, noch die Truppen. Und da glaube ich, ja, da passt das Gefüge einfach nicht. Ist einfach so. Da werden wir etwas zu starke Gegner bekommen. Also zumindest für mich zu stark, die Elfer. Und das ist, bisher war ich ja auch nicht so hoch gerankt, hatte ich ja auch mal gesagt. Ich kann ja von Glück reden, dass mein Packer hier noch lebt. Denn so ein bisschen Def hier hinten habe ich ja noch zu machen. Und hätte ich jetzt nur noch die paar Air-Truppen da, der Tesla hätte sicherlich, ja, vielleicht den King doch nicht ganz geschafft. Ich meine, es sind noch zwei Magier, aber es ist doch mehr recht als schlecht gewesen hier. Und immerhin konnte ich meine Bilanz um 3 Sterne mal wieder aufwerten. Aber nichtsdestotrotz muss sowas einfach ein bisschen besser sitzen, ein bisschen dominanter sitzen. Ich sag mal, wenn hier jetzt 20 Hocks noch in der Base über sind und ich noch einen Zauber über habe, dann ist das ein guter Dip, aber das war eher ein Gelächter hier. Naja, wir haben den Clankrieg diesen Clankrieg auch verloren. Ich habe selbst auf die 3 hier habe ich, ich meine, ihr kennt diese Base, das ist das Witzige. Ihr kennt diese Base, das ist meine alte Rathaus 10er Base und die ist wirklich, wirklich scheiße. Und ich habe sie nicht gepackt, 73% mit Luft. Was willst du machen? Was willst du machen? Und ich hatte ja, wie gesagt, ich habe meine Sorge so ein bisschen angekündigt gehabt, dass ich besser hier nicht mitspiele. Aber irgendwie ist die Aktivität dann hier, man konnte den Clankrieg jetzt nicht mehr abbrechen. Und ihr seht das so ein bisschen, habe ich hier, ich habe so das Gefühl, jetzt guckt euch das an. Ja, also hier die grüne Serie. Ich bin seit 2 Clankriegen hier. Soll mir das was sagen? Ich weiß es im Moment nicht. Also auch in dem Clankrieg davor habe ich nur jeweils 1 Stern auf 11 auf Rathaus 11er gemacht und das ist einfach ein bisschen zu wenig, gebe ich ganz klar zu. Aber ich hatte ja auch gesagt, ich bin hier nicht der Ultra High-End 3-Spiele-Kämpfer und naja, kommen wir ein bisschen zu Clash of Clans. Also ich hoffe ja, dass ich hier die Clan-Spiele, dass der Clan die Clan-Spiele wenigstens bis zu den 30.000er Rewards macht. Das letzte Tier hier ist mir eigentlich egal. Mal gucken, denn ja, so es fehlt mir hier so ein bisschen so die Aktivität. Ich meine, klar, man lässt sich jetzt ein bisschen hängen. Das Wetter ist ein bisschen cooler draußen. Und aber es geht doch sehr, sehr wenig hier. Ist aber nicht so schlimm. Der Clan ist trotzdem, die Leute sind in Ordnung hier. Und jeder muss sich nur vielleicht mal ein bisschen Mühe geben. Unten muss alles ein bisschen schneller zugemacht werden. Also da braucht kein Rathaus 9er bis 2 Stunden vorm Schluss mit seinem Angriff warten, um ihn dann doch nicht richtig zu schaffen oder ihn erst gar nicht zu machen. Und von daher
Könnt ihr mir aber vielleicht ein paar Sachen erklären? Und zwar ist das eine Sache, oh ja, das ist heute nochmal reingekommen hier. Also ihr könnt, ich hatte das schon angesprochen, ihr könnt eure Mitglieder ein bisschen mit Gems beschenken hier. Und ich mache es im Moment nicht, ihr seht das, ich habe genug Gems. Was ich aber nicht verstehe, ist das hier unter More Settings, dieser personalisierte Shop. Ob ich den jetzt an- oder ausmache, ist irgendwie ist das egal. Ich sehe im Moment im Shop keinen Unterschied. Vielleicht habt ihr da schon einen Unterschied gesehen oder habt schon einen Unterschied gespürt oder gemerkt oder gelesen. Ich habe im Moment, bin ich ein bisschen jenseits von Gut und Böse, was Clash of Clans angeht. Und von daher habe ich auch selber nichts gelesen. Oh, 7000 Dunkles, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ein bisschen Farm muss ich nebenbei und bin so ein bisschen, ja, so teils Clan spiele, teils ein bisschen rumgefahren, immer mal wieder ein paar Pokis zu verlieren hier. Aber so ein bisschen wollte ich jetzt eigentlich in der schwarzen Liga bleiben. Naja, Kristall ist auch noch ganz in Ordnung. Und das ist zu wenig. Wow, jetzt haben wir einen gefunden, okay. Den nehmen wir mal mit. Sagen ja immer ganz, ganz viele YouTuber. Und was habe ich denn? 20 Riesen. Alter, 20 Riesen. Das ist natürlich ein bisschen viel. Aber ich glaube, ich brauche immer nur einen Mauerbrecher für so eine Mauer hier. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Dann können wir hier so ein paar weiter reinziehen. Ziehen noch einmal einen von hier. So. Ja, ich habe so ein paar Fragen auch aufgeschnappt in meinen Kommentaren. Eine Frage war, die kann ich natürlich beantworten, weil es ist kein Geheimnis, womit ich aufnehme, beziehungsweise ob ich meine Stimme verstelle. Nein, ich nehme keinen Stimmenverzehrer. Ich habe lediglich eine kleine Software noch vor dem eigentlichen Treiber, beziehungsweise vor dem Mikro. Ich nutze ja ein Studio-Mikro hinter einem Mischpult und damit nehme ich meine Stimme auf. Das heißt also Video und Stimme. Ich schneide ja in der Regel nicht nach, sondern das, was ihr hier seht, das ist auch dann auch gleich die passende Stimme. Also ich mache das nicht im Nachhinein. Manchmal habe ich das schon mal gemacht, aber bei solchen Videos hier, da ist immer Stimme und Bild in jedem Fall gleich. Und mal gucken, ja, mal sehen, wie wir hier weiter rangehen. Und das ganze Zeug hier, die ganzen Dateien verarbeite ich mit Hitfilm 2017 Express, heißt die Version. Das ist eine Umsonstversion einer professionellen Studio-Software. Sie ist nicht eingeschränkt. Man kann kleinere Module tatsächlich dazu kaufen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir mal ein kleines Modul mit so ein paar hübschen Effekten gegönnt. Das hat aber auch nur 7 oder 8 Euro gekostet. Also nicht gerade die Welt. Aber von Software, die ich jetzt mir nicht kaufen kann, mir nicht leisten will, sage ich mal, für meine Sache, da distanziere ich mich dann doch schon, was Raubkopien und so angeht. Das liegt wahrscheinlich aber in der Sache meines Berufes, dass ich das an der Stelle nie mache. Und ich glaube, wir geben den mal auf, oder? Der hat ja noch eine Queen da. Okay, ich muss noch ein paar Helden-Level machen. Dann ziehen wir doch noch mal unsere Jungs hier rein. Und ihr beobachtet das ja sicherlich. Ich habe die Riesen ja mittlerweile auch auf dem Max-Level. Und bei mir im Labor laufen die... was läuft da eigentlich? Laufen im Moment die Magier. Und so, haben wir die Queen gekriegt. Ja, ich habe ja einen Clan-Spiel, glaube ich, am Laufen. Aber ich glaube, den will ich den gar nicht mehr machen. Muss mal gerade gucken. Da ist ja noch ein bisschen... Oh, da ist doch noch ein bisschen was Dunkles. Okay, da ist noch ein ganz kleines bisschen Dunkles. Das nehmen wir ihm noch weg, würde ich sagen. Und dann ist das aber auch gewesen. Jawohl. Und so mache ich das Ganze eigentlich. Das Ganze schneide ich dann da zusammen mit ein paar hübschen Effekten, mit ein bisschen Mucke. Also kein Hexenwerk. Und danach geht es allerdings mit der etwas zu großen Datei. Die ist dann wirklich ein bisschen zu groß. Ich trainiere hier eben mal nach. Die ist dann wirklich ein bisschen arg groß. Geht das über eine kleine Freeware-Software, die nennt sich Handbrake. Dort komprimiere ich das Video nochmal. Dann wird es ein bisschen kleiner, dann dauert die Übertragung nicht ganz so lange. Ich habe zwar ein ziemlich breites Band hier, aber ich kann das verlustfrei machen und dann sind die so 5, 6, 700 Megabyte groß. Ja, je nachdem, wie lange so eine Folge auch wird. Und ich muss, glaube ich, noch ein bisschen farmen hier. 8,2 Millionen. Was habe ich denn hier eigentlich drin? Das ist ja mein Bonus. Der ist ja sowieso jenseits von Gut und Böse gewesen. Hätten wir diesen Clankrieg gewonnen, haben wir aber nicht. 1,4, 8,2, 8,6, ich glaube. Ja, ich glaube, wir machen noch einen sicheren Angriff, bevor ich jetzt Tausende mit der Suche wieder aufgebe. Lass mal King einmal kurz recken und dann sehen wir uns
nach dem Schnitt sofort wieder. So, King ist fast ready und ich habe gerade gelesen, wir haben im nächsten Clan kriegt mal einen kleinen Elfer Vorteil. Hurra, aber ich meine, der Clan-Level, gegen den wir spielen müssen, ich meine, wir haben eh ein Lock, was mehr Niederlagen als Siege aufweist. Das war nicht so schlimm. Ich hatte euch das ja erklärt. Der Clan ist ja noch nicht wieder so lange zusammen hier, aber der Gegner hat immerhin schon 222 Siege. Das ist ein Clan Level 11 und in der Tat, wir sind oben zwei Elfer und der Gegner hat mal nur ein Elfer. Okay, aber dafür muss ich mal gerade gucken. 5. Ja doch, die 10er passen wieder. Im unteren Bereich haben wir halt ein paar 9er bis zur 11, bis zum Nike. Und das ist auch hier der Fall, also von daher ist das eigentlich relativ ausgeglichen. Hier unten ist die 15, Rathaus 8er, ich glaube da haben wir einen 7, naja, Diana. Okay, ist aber nicht so tragisch, gucken wir mal. Oh, hier hat sich ja auch was getan, oh hurra, da kann ich auch gleich eine Frage beantworten. Toto, warum hast du so wenig, nee, warum bist du so schlecht im Nachtdorf, war glaube ich die Frage. Ja, ganz einfach erklärt, weil die anderen besser sind. Aber meine Kampfmaschine ist auf 15 und habe ich noch gar nicht ausprobiert. Habe ich noch nicht einmal ausprobiert, glaube ich. Denn ist auch ein bisschen doof, gerade jetzt, wo die Clan-Spiele sind. Da kann man dann höchstens so Spiele machen, wenn man seine Pokis verlieren möchte. So nach dem Motto, oh, der hat die alle dahinter. Ich glaube, ich nehme mal die Dropships hier. Ich nehme mal die Dropships für ein paar Prozente. Vielleicht wird es ja was, vielleicht auch nicht. Oh, da ist schon mal eine große Tonne, was sie ausgelöst haben. Das ist gut. Und da nehme ich dann meist nur Spiele an, wo ich so ein paar Prozente machen will, denn mittlerweile sind mir die Pokale egal, ich muss nicht mehr über 4.000 oder 5.000 sein und ich mache das ganze Ding hier auch durch, also ich gehe jetzt nicht auf BR8, weil mir ein paar Truppen fehlen, denn ich möchte natürlich wirklich jede Einheit auch immer wieder ganz, ganz gerne, glaube ich, spielen und von daher lasse ich das ganz gemütlich, das wirst du da ganz gemütlich angehen. Im Moment hat man ja noch nichts von Bilderhall 9 oder 10 oder sonst was gehört. Okay, da haben wir schon mal 50%. Ich glaube, wir gehen mal hier mit. Wir gehen mal hier mit. Und von daher ist das ganz entspannt hier, was das Bilder, was die Bilderbase angeht. Ich meine, ich muss jetzt elendig lange farmen für die Kampfmaschine und kann da sicherlich die eine oder andere Mauer machen. Ich gewinne ja auch nicht jedes Spiel hier. Und deswegen habe ich hier halt die Zeit und deswegen bin ich hier halt nicht so gut. Die anderen sind immer besser oder halt so wie hier. Das ist auch kein ungewohntes Bild für euch. Das ergeht euch in allen Rathausstufen so. Warum sollte ich als BH7 denn mal einen 6er finden? Ne, die 8er finden immer 7, ne? Und umgekehrt und kleiner, das wisst ihr, das Matchmaking hier ist sowieso jenseits von Gut und Böse. Und das ist eine Qual hier. Ich meine, 1% habe ich jetzt mehr gemacht. Ist egal, ist gewonnen und ich muss mich aber bei einem meiner Zuschauer entschuldigen. Ich habe nämlich gestern, glaube ich, ein nicht richtiges Dorf gezeigt. Ich muss mal eben gucken, Search Players und zwar habe ich hier noch eine Tag drin. Es ist der Shadow. Ich hoffe, diesmal ist es der richtige, denn der von gestern passte nicht zum Adam Clay, sondern dieses müsste dann der richtige Account sein. Ich weiß nicht, er hat mir nicht mehr zurückgeschrieben. Ich hoffe, es ist der richtige, aber es ist eine Tag aus meinen Kommentaren. Jetzt ist er abgefarmt. Vor ein paar Minuten war er nicht abgefarmt. Ich zeige, ich nehme den nochmal mit rein. Mist. Naja, okay. Life is life. Ich will es auch nicht rausschneiden. Adam, ich nehme dich nochmal mit rein, aber ich denke, es ist der richtige Account. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche. Passt irgendwie im Moment. Es passt. Ich habe mir den Account heute 3 oder 4 Mal angeguckt, um zu gucken, ist das Rathaus da? Ja, nein. Und es war immer da. Und jetzt mache ich hier eine Folge und denke so, jetzt haust du ihn gleich nochmal rein, ohne dass du vorher guckst. Und dann schlägt Murphy zu. Es ist einfach so. Und die Base ist abgefarmt, aber die muss auch so gerade abgefarmt gewesen sein. Ihr habt das gerade gesehen, die Helden waren noch wieder am Recken, also auch die waren jetzt eben ganz down und ich nehme ihn aber ganz sicher mit rein. Also das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, dass ich einen Tag die nicht richtige ID zeige zum nicht richtigen Account bzw. Kommentator und den zweiten Tag eine abgefarmte Base. Nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Und aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist eine nette Base hier unten finden. Und da ist sie auch schon. Jawohl, da ist sie auch schon. Ja, den machen wir, ja. Den machen wir in jedem Fall. Wo hat denn der seine Helden? Ich muss auch immer sehen, dass ich einen Helden da noch beikriege. Okay, da ist die gute Dame des Hauses oder des Dorfes hier auf der Ecke. Ja, die nehmen wir gleich in jedem Fall mit. Aber
Wartet mal. Mal sehen, ob meine Magier das hier nicht irgendwie regeln können. Mal gucken. Mal gucken, ob meine Magier das auf der Seite regeln können, denn ich habe ja ein Clanspiel, wo ich... Ist die jetzt schon weg? Ich kann das gerade nicht richtig... Ah ja, okay. Die 12 haben wir schon mal. Die 12 haben wir schon mal im Sack, dann haben wir das schon mal. Das ist auch manchmal für euch sicherlich etwas zu klein hier, vor allen Dingen für die mobilen Benutzer. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen näher rein. Da muss ich zwar ein bisschen scrollen, aber ihr habt es einfach ein bisschen besser im Blick, glaube ich. So, dann machen wir hier oben bei dem Helden weiter. 15 haben wir da. Jetzt hab ich, glaube ich, gerade einen Faden verloren. Ja, im Moment braucht niemand zu fragen, Toto, warum machst du wieder einen Livestream? Ich mache im Moment keine Livestreams. Das hat aber ganz, ganz andere Gründe, warum ich das nicht mache. Zeitlich ist das natürlich auch im Moment sowieso ein super Problem. Und die Tage werden schöner, die Wochenenden werden länger. Wir unternehmen ja auch in der Regel immer ganz gern was. Und so, jetzt haben wir hier noch einen Warden auch noch. Ich sehe gar keinen Warden. Ach, da ist die Statue. Okay, das ist nur die Statue. Aber den King nehmen wir hier noch mit und wir nehmen die ganze Base mit. Ihr wisst das, ich verballer diese Armee eigentlich immer ganz gerne. Das hat auch immer gern den Grund, dass ich sonst gleich wieder eine Armee da habe mit 22 oder 29 Riesen. 29 hatte ich eben. 29 Riesen und nur 50 Kobolden. Das passt dann so vorne und hinten gar nicht. Ich verbrauche aber keine Zauber. Und wie gesagt, im Moment gibt es keine Livestreams. Das hat einfach einen ganz anderen, mal so einen ganz, ganz anderen Grund. Punkt. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und somit habe ich das aber immerhin mal beantwortet. Mal sehen. Ich glaube, ja komm, ich muss mal wieder ein paar Pokis machen. Also kann der King hier ruhig kurz mal das Rathaus runterkloppen. Da ist es. Gut, haben wir ein paar Pokale wieder geholt und haben jetzt sicherlich auch das Gold zusammen für den nächsten... Oh, die Challenge haben wir noch nicht ganz gepackt. Naja, okay, die Challenge werde ich schon noch packen. Ich glaube, das holen wir jetzt erstmal raus hier. Und dann haben wir, die 10 Millionen. Das ist super. Was ist denn im Moment bei mir am Laufen? Dann habt ihr das so ein bisschen im Blick. Archer Tower, Kanone, noch ein Archer Tower. Okay, ich würde sagen, Punkt. Defense muss hoch. Auf welcher Ecke habe ich nichts? Ich glaube, auf dieser Ecke hier habe ich nichts. Und dann nehmen wir die 9 Millionen hier mal mit. Dauert ja auch nur ein paar Tage sind gut, 9 Tage insgesamt. Und da machen wir, glaube ich, noch eine Mauer, oder? Ich glaube, wir machen noch eine Mauer, denn die läuft auch noch 11 Tage. Ja, da können wir ruhig eine Mauer machen. Ich sage immer, wir können eigentlich sogar 2 Mauern machen, ne? Oder ist das... ich mache mal erstmal nur eine, den Bauarbeiter lasse ich mir sowieso frei. Oh, 4 Mille. Oh, ich muss nur noch 240 machen, jetzt nur noch 239. Super. Super Sache hier. Habt da mal kurz den Status. Mal wieder aus dem RAL hier. Und habt das gesehen. Clankrieg war mit drin. Leider kein Dorfbesuch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so super schlimm, aber ist schon ärgerlich genug. Und ich habe euch ein paar Fragen beantwortet. Vielen lieben Dank für die wirklich vielen Kommentare, die ich auch immer meistens ja 1 oder 2 Tage später erst beantworte. Also meistens pinne ich ja irgendwas drunter. Das wisst ihr auch. Und wenn es nur ein Smiley ist oder ein Daumen nach oben oder ein Küsschen oder was auch immer. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Vielleicht.